Frau Staatsengruber Nopham, Sie sind in Vietnam geboren, leben jetzt in Wien und haben einen sehr vielseitigen Berufsweg hinter sich, von der Arbeit für Airlines bis hin zur Ausbildung als spirituelle Lebensberaterin und Heilerin. Sie leben hier in Österreich, seit Sie 4 Jahre alt sind und sind mit Ihrer Familie infolge einer staatlichen Enteignung aus Vietnam vertrieben worden. Sie sind sozusagen eine Wanderin zwischen den Kulturen, seit Sie zurückdenken können. Was sind denn aus Ihrer Sicht, was den Lebensalltag betrifft, die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Leben in Vietnam und hier im deutschsprachigen Raum? In Vietnam haben wir den Ahnenkult. Das bedeutet, dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir einen Altar haben, wo wir unsere Vorfahren drauf stehen haben, die wir ehren, die wir im Alltag mit einbinden, wo wir auch unsere Kinder damit erziehen und über die Seelen reden oder über das, was man nicht sieht, was in den Gesichtern sozusagen geschrieben steht, ob jemand sanftmütig ist, ob jemand vom, wenn man es übersetzt sagen würde, vom Geiste her bösartig ist oder Hintergedanken hat. Das heißt, wir haben schon eine Sprache, die sehr voluminös ist, die Beschreibungen dessen zusammenfasst, was jetzt nicht offensichtlich sichtbar ist. Das Europäische hier, ich denke, die Europäer haben ihre eigene Spiritualität, die mit der Zeit ein bisschen vielleicht auch durch die Hexenverfolgung oder andere geschichtliche Ereignisse verloren gegangen sind. Und die Europäer erst jetzt anfangen, das wieder herauszufinden. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Unterschiede zwischen fernöstlicher Spiritualität und der Religion, wie wir sie hier im Westen kennen? Der Großteil der Vietnamesen sind Buddhisten. Die zweitgrößte Religion ist das Christentum. Und der Buddhismus geht davon aus, dass man immer wieder geboren wird, dass wir mehrere Leben haben. Und so handhaben es die Vietnamesen auch mit ihrem Ahnenkult. Wie wird in der vietnamesischen Tradition der Tod betrachtet? Wie geht man mit dem Sterben des Menschen um? Beim Buddhismus ist es nicht wichtig, dass zur Geburt des Kindes oder zur Hochzeit ein Mönch geholt wird. Ganz wichtig ist dann, wenn jemand gestorben ist, dass ein Mönch aus dem Tempel geholt wird und die Zeremonie macht, weil man diesen Übergang aus der Ebene des Lebens in die Ebene der Seelen, nicht des Todes, sondern der Seelen, friedvoll machen möchte, dass diese begleitet wird, dass die Seele geführt wird. Es gibt bei uns den Begriff zum goldenen Fluss hinunter, also dort, wo Frieden ist. Weil eine Seele, die nicht im Frieden gehen kann, im Deutschen würde man sagen, jetzt nicht ins Licht gehen kann, die irrt herum, die ist im Dunkeln, die hat kein Zuhause. Das ist wie etwas Schwarzes, das sich bewegt und jammert, sozusagen. Und Ziel ist es aber, dass Friede und Ruhe für alle Wesen gebracht wird, sprich auch für die Toten und die Seelen, damit auch generell Frieden da sein kann, weil die Ebenen sich begleiten. Das heißt, für uns ist es nicht so, dass wir sagen, okay, der ist jetzt tot, der ist weg, sondern der ist in einer anderen Form immer noch präsent. Und darum tun wir auch am Altar auch immer wieder Obst opfern, Räucherstäbchen anzünden, mit ihnen reden. Oder wenn wir merken, die ist noch da, die fühlt noch Leid, der möchte noch etwas Unerledigtes erledigen, dann bitten wir für den Frieden und dass sich das auflösen darf, damit er einfach gehen darf, also aus dieser Dimension wegkommt. Sie haben im Jahr 2014 Ihren Mann verloren. Wie haben Sie dieses Ereignis, wie haben Sie den Abschied von ihm hier in dieser Kultur erlebt? Mein Mann hat Suizid begangen. Das war für alle ein großer Schock, weil Außenstehende natürlich gesagt haben, der hat alles gehabt. Es waren eigentlich 5 Betriebe. War Arzt, Gemeindearzt, Schularzt, war der Apotheker dort. Er hatte eine große Familie, sprich wir haben gemeinsam 5 Kinder. Also wir zwei nur 2 miteinander, aber mit seinen Kindern aus der vorangegangenen Ehe und mit meinem Kind zähle ich jetzt halt 5 Kinder.
Und eben Ehefrau, alles da, für die Menschen war es ein Schock. Die haben es nicht verstanden. Wie kann man jemand, der alles hat, da sich einfach das Leben nehmen? Wie war es für Sie? Für mich war das sehr, sehr schmerzvoll, weil ich natürlich einen ganz anderen Einblick hatte in sein Seelenleben. Er schon lange ausgebrannt war und schon sehr lange mit sich selbst nicht glücklich war. Ich habe sehr lange um ihn gekämpft und auch immer wieder versucht, ihn zurückzuholen und zu sagen, schau, was wir alles haben, schau, wie gesegnet du bist. Und er war dann immer verzweifelt und hat gesagt, es hat keinen Sinn, in Österreich selbstständiger zu sein, es hat keinen Sinn hier und du kannst die Kinder nicht schützen, weil das Gesundheitswesen geht den Bach runter, Politik geht den Bach runter, alles geht den Bach runter und das Finanzielle wird auch immer zusammenbrechen und wir werden dann dastehen und es hat nichts mehr Bestand, was mal war oder wo man vor 20 Jahren aufgebaut hat und geglaubt hat, das ist die Zukunft. Und ich habe ihm immer gesagt, du wirst nicht der Einzige sein, der betroffen ist, wir werden alle betroffen sein. Und du bist der Letzte, der keinen Job haben wird. Und selbst wenn uns die Leute nur ein Hühnchen bringen oder ein Brot bringen, dafür, dass du sie heilst, werden wir immer eine Zukunft haben. Und das hat er aber so nicht gesehen gehabt. Und auch nicht, also er konnte auch die Verantwortung nicht loslassen. Und ich habe sehr, sehr lange um unsere Ehe und um ihn gekämpft. Und das, was mir am meisten in dieser Zeit geholfen hat, waren meine Visionen. Ich träume. Manchmal ist mir geschenkt, dass ich Sachen vorausträume, die in 3 Monaten oder in 2 Jahren passieren. Das ist ungefähr der Zeitraum am Anfang gewesen. Mittlerweile sind die Zeiträume viel kürzer, das heißt, es kann sogar jetzt parallel sein und in den nächsten 2 Stunden passieren oder eben noch länger dauern. Erleben Sie solche Träume in symbolhafter Form oder mehr als Abbild der irdischen Realität? Zum Beispiel der Traum, der den Tod meines Mannes betrifft. Den hatte ich am 25. Oktober 2013 auf den 26. Oktober 2013. Das ist so, dass in dem Traum sehe ich das, ich beobachte die Situation, also so wie ich jetzt hier sitze und mich halt da beobachte, was passiert. Ich war damals in einem Raum, wo ich dann etwas machen wollte und da war anscheinend so ein Warteraum davor, da hat mich jemand beobachtet, ein Mann beobachtet und mein Mann hatte die Tür zugemacht. Und für mich, ich habe mich dann im Raum umgesehen. Da war irgendetwas so wie ein Schiff oder eine Badewanne. Und ich habe mich dann umgeschaut. Und ich habe dann gesehen, dass mein Mann dann seinen Müll noch rausgegeben hat und jemand anderer den Müll genommen hat und für ihn weggeschmissen hat. Und dann war ich auf einmal vor dem Haus. Das waren so lauter so einstöckige Häuser. Und da war ein Nachbar da draußen, der zusammengekehrt. Und dann war nur die Information, okay, ich muss jetzt sein altes Auto nach Hause fahren, weil mein Mann hat anscheinend jetzt ein neues Auto. Und der Nachbar dort hat mir gesagt, ich habe gesagt, wem gehört denn die schöne Ordination oder dieser Raum, wo ich war mit diesem Schiff drinnen, diesem Holzschiff, diesem kleinen Modell. Und dann hat er gesagt, naja, einem Arzt, der hat jetzt ein neues Leben begonnen und der verwirklicht sich jetzt gerade. Und ich dachte, okay, und mein Mann ist jetzt weggefahren, hat jetzt ein neues Auto und ich muss jetzt das alte Auto nach Hause fahren. Und im Traum habe ich mich darüber geärgert, weil er eben genau weiß, dass ich überhaupt gar nicht gern Auto fahre. Und statt dass er jetzt Cargo bestellt, habe ich jetzt dieses Drum 2000 Kilometer, da wurden mir sogar die Namen der Orte gesagt, fahren muss. So, natürlich wache ich dann auf und das bleibt hängen. Diese Details bleiben hängen, so als hättest du sie real erlebt. Und du weißt nur, das ist jetzt wichtig. Und du verstehst sie aber nicht, diese Symbole. Und dann beobachtest du, was passiert. Und das habe ich mit den Jahren lernen müssen, weil ich das schon als Kind gehabt habe und erst im Nachhinein dann immer verstehe, worum ging es. Und damals war es dann so, dass ich dann nur gesagt habe, ich habe da gesehen, der Arzt dort, der lebt das und da ist was mit Wasser, mit Booten. Wer weiß, vielleicht ist irgendwie ein Neubeginn oder so. Und das Witzige war, mein Mann hat dann im Dezember, hat einen Headhunter dann angeschrieben und gesagt, es gäbe Ordinationen in der Schweiz und ob er sich das anschauen würde. Und mein Mann hatte seit Jahren schon davon geredet, er will nach Neuseeland. Und ich habe immer gesagt, nach Neuseeland fahre ich nicht mit. Also der ist nicht. Und, aber Schweiz kann ich mir gut vorstellen. Da wäre ich wenn ich einen Frust habe, in 2 Stunden bei der Familie, kann mich auftanken, komme dann wieder zurück und mach weiter.
Und dann haben wir es uns angeschaut. Und wie ich dann dort angekommen bin, das erste Gasthaus, das ich gesehen habe, war das Gasthaus zum Engel oder so. Und ich habe diese ganzen Häuser gesehen, die ich im Traum gesehen habe. Und ich habe auch den See gesehen, weil es war am Sanasee. Und das auch mit diesen Booten. Und das ist dann halt immer so, du gehst und es ist wie ein Déjà-vu. Du kennst diese Details, schauen vielleicht ein bisschen abgewandelt aus, weil du einfach im Traum nicht alles gesehen hast. Mhm. Und es kommt dann in real. Und dann gehst du da durch, redest mit den Leuten. Im Grunde ist es das erste Mal, dass man sich begegnet. Aber im Kopf parallel dazu ist es so wie ein Beobachten von draußen, wo man sich einen Film anschaut und sagt, das kenne ich, was kommt jetzt? Und dann ist es halt so auch mit diesem neuen Leben, weil ich geglaubt habe, er würde jetzt in der Schweiz anfangen. Es ging aber nicht um die Schweiz, er hat sich dann das Leben genommen und das war dann dieses neue Leben. Und das alte Auto, das ich heimgefahren habe, war dann diese Verlassenschaft, die ich dann, mit der ich dann da gestanden bin. Konnten Sie in dieser Zeit im Sinn der vietnamesischen Tradition Kontakt mit der Seele Ihres Mannes aufnehmen? Es war ganz schwierig, weil selbst für meine Mutter war das ganz schlimm, weil bei uns Suizid bedeutet, dass diese Seele schwer verzweifelt war und für das Leben blind war und verschlossen war. Und eigentlich hätte ich als die Witwe, als seine Frau, 40 Tage lang für seine Seele beten müssen, ganz bestimmte Rituale machen müssen. Und die habe ich in dem Zustand nicht machen können, weil ich war völlig im Schock. Ich bin da gestanden mit den drei Kindern, hatte keine Ahnung gehabt, was los war. War dann konfrontiert damit, dass die Betriebe dann, dass eine Bank keine Versicherung abgeschlossen hat für den Neubau der Ordination. Und wir dann auf einmal sozusagen ungesichert dagestanden sind. Und alles, was er sich in 20 Jahren aufgebaut hat, die zwei Betriebe, die zwei Gebäude, die zwei Grundstücke, waren dann im Konkurs. Und das war generell überhaupt ein Schock. Und für mich so, okay, jetzt ist mein Mann weg. Jetzt weiß ich nicht, wohin mit uns, was passiert, was überhaupt passiert. Und ich habe, europäisch wie ich aufgewachsen bin, also ich bin ein Kopfmensch in der Hinsicht, das heißt dann nur in Funktion umschalten, funktionieren, machen, was gemacht werden muss, Verantwortung übernehmen. Ich habe einen Witwenbetrieb geführt, weil sonst wäre die Apotheke auch gleich verloren gegangen, ohne die Rezepte. Die Bevölkerung wäre ohne medizinische Versorgung dagestanden, weil wir der einzige Arzt dort waren und auch die einzige Apotheke. Da war kein Platz für Emotionen. Ich hatte panische Angst, die habe ich dann versucht, eben irgendwie zu kontrollieren und mit Arbeit halt wegzubringen. Also war ich nicht imstande, jetzt für meinen Mann zu beten oder in diese Seelenebene zu gehen oder zu trauern. Ich habe ihn gespürt. Ich habe gemerkt, wie er dann gestorben ist, wie unendlich Leid es seiner Seele getan hat. Und ich habe auch gespürt, wie das Begräbnis war, wie er dann auf einmal weg war und wirklich das Haus dann auf einmal leer war, weil er wirklich übergetreten ist. Haben Sie mit Ihrem Mann auch nach seinem Tod weiterhin Kontakt gehabt? Ja, habe ich jeden Tag, wenn ich am Balkon sitze, am Abend alleine bin und wir Gespräche führen, ja. Und meistens dann, wenn es mir dann nicht gut geht und ich verzweifelt bin, auch wenn man sagt, man sollte nicht mit den toten Seelen reden, weil sie dann nicht gehen können. Es bringt nichts im Kopf zu sagen, rede nicht mit ihm, weil er muss auch seinen Frieden finden. Die Seelenebene ist eine ganz andere Ebene. Da gibt es keinen Kopf, keinen Verstand. Alles, was du fühlst, alles, was du ahnst, alles, was da ist, unausgesprochen, das ist so offensichtlich. Da braucht man sich dann nichts vorzumachen, zu sagen, ah, das wird schon oder nein, ist nicht oder so. Das ist dort ganz klar. Also brauche ich ja nicht zu sagen, na, ich komme schon zurecht und ich komme mit den Kindern zurecht und die Kinder kommen ohne dich zurecht und gehen nur ins Licht oder so. Weil der Einzige, der sich dabei belügt, bin ich dann, dass ich mir das einrede, aber den Seelen brauche ich das nicht vorzugaukeln. Mhm. Mhm.
Es gibt Philosophen, die so von kollektiven Gedankenformen sprechen, die eine Gesellschaft prägen. Wenn Sie Vietnam mit Österreich oder mit dem deutschsprachigen Raum vergleichen, zum Beispiel in Richtung Offenheit im Umgang miteinander, Vertrauen, Wertschätzung, Inspiration, wie würden Sie das beurteilen? Das sind unendlich viele Themen, die sich da immer auftun und die ich auch in meinen Texten dann oft bearbeite. Ich schreibe ja schon seit 2009 unter anderem halt im Facebook meine Texte und begleite Menschen damit und merke dann immer wieder, wie unterschiedlich die Auffassung ist, beziehungsweise auch im Umgang mit, im Alltag mit Menschen, komme ich dann immer wieder an die Grenzen, wo ich merke, da ist das Vokabular ein ganz ein anderes. Oder auch wenn ich jetzt seit 40 Jahren in Österreich lebe, einem Dialekt redet, bringt das gar nichts. Weil tatsächlich die Mentalität, das Wesen in mir ein ganz ein anderes ist. Selbst zu meiner Schwester, die 5 Jahre jünger ist und in Osttirol geboren ist, die sieht sich komplett als Österreicher. Als Kind hat sie sich immer als Österreicher gesehen. Also, und ich nicht als Österreicher, sondern ich als Vietnamesin, gibt es große Unterschiede. Es ist allein dieses Mann-Frau-Miteinander, was ich oft in Interviews auch gefragt werde, ob die Rolle der Frau in Vietnam so unterdrückt ist und Sexualität oder was auch immer, das sind gravierende Unterschiede. Das ist aber auch die Problematik, die Österreich jetzt mit den Nicht-Emigranten, aber auch den Flüchtlingen hat, weil hier große Mentalitätsunterschiede aufeinander, also Welten prallen da aufeinander. Weil ich mag schon Spaß machen und ich mag reden und bei uns macht man Späße auch in Hinsicht Richtung einander annähern, miteinander flirten oder so. Aber es ist absolut tabu, jetzt einer Frau zu nahe zu kommen oder aber einen gewissen Punkt zu erreichen, wo man sagt, im Österreichischen würde man sagen, unter der Gürtellinie ist. Und das ist bei den Asiaten wesentlich weiter oben gesetzt, weil du darfst geistig dich annähern, darfst mit ihr spielen, darfst auch mit ihr reden, flirten, was auch immer. Aber gewisse Sachen sind tabu. Das heißt, ihre Intimität, ihre Körperlichkeit, das ist tabu, das ist ein heiliger Raum. Und das hat nichts damit zu tun, ob jetzt man Brüde ist oder Frigide oder wie auch immer der deutschsprachige Raum das jetzt bezeichnen würde, das gibt es bei uns nicht, sondern das ist heilig. Es gibt dann auch diesen, das erklärt dann auch zum Beispiel, warum viele Asiaten oder sei es auch türkische Menschen, also ich habe da eher mehr einen Bezug also zum Türkischen, und wo ich dann merke, da sind wir uns sehr ähnlich, weil die dann sagen, okay, mit einer Europäerin oder einer sehr freien Frau kannst du Geschichte haben, die kann als Freundin gut sein, aber zum Heiraten nimmst du dir eine anständige Frau. Anständig ist aber in einem ganz anderen Kontext drinnen. Und wenn ich von Frau rede, dann ist sie für mich etwas, das rein ist, das fließt, das sanft ist, das liebevoll ist. Ich beschreibe mich zum Beispiel, ich habe diesen Beinamen İpekçi, das ist aus dem Türkischen, das heißt Seidenmädchen. Weil ich mich dann halt um den Mann als Wesen, nicht als körperliche Frau, sondern als Wesen, wie Seide mich drumlege. Das heißt, wenn ihm kalt ist, wärmt die Seide. Wenn es heiß ist, kühlt die Seide bei jeder Luftbewegung. Und das ist etwas, wo andere Frauen, Feministinnen hier zum Beispiel, sich bedroht fühlen würden, wenn man es so beschreibt. Ist es aber nicht für mich. Und ich fühle mich auch nicht dadurch unterdrückt, sondern das ist diese Hingabe der Frau an den Mann. Und andersrum, dieser Mann beschützt dich, weil das ist meine Frau. Es ist nicht besitzergreifend, es ist einfach dieser Schutz, den man darüber legt und auch nicht nur diese Frau, sondern all die Kinder. Ihr vietnamesischer Name lautet Ngoc Hang. Was bedeutet er? Ngoc Hang hat mir mein Onkel gegeben. Ngoc Hang, Ngoc bedeutet die Perle. Hang ist übersetzt so die Perle der Fröhlichkeit, Freundlichkeit. Im Vietnamesischen hat man eben nicht nur einen Vornamen, sondern auch einen Mittelnamen, weil manche Vornamen geschlechtslos sind. Und durch den Mittelnamen bekommt es eine Bedeutung und erklärt es auch das Geschlecht.
Aber mein Name kommt von einer Kaiserin von uns. Die Legende erzählt, dass die Kaiserin Lengerpong damals eben mit 16 Jahren verheiratet wurde, weil ihr Vater gedacht hat, er will sich jetzt dieses Land des Generals, der da so mächtig ist, einverleiben und macht es durch Heirat. Dadurch hat man sich in früher Zeit halt die Treue und Loyalität gewisser Länder zugesichert. Und nur sie hat dann eben gemerkt, dass ihr Mann ein ganz ein edelmütiger und rechtschaffender Mann war und hat sich dann komplett aus diesem Machtspiel herausgehalten und war dann nur die liebende Ehefrau. Und dadurch wurde das Land Mittel- und Südvietnam also friedvoll vereint. Und diese Kaiserin wurde auch bekannt für die Liebesbriefe, die sie dann geschrieben hat und die Gedichte. Ihr Mann ist dann bald gestorben und sie hat dann noch weitergelebt und hat eben ihre Texte geschrieben. Und ich finde, das ist das, was man dem Kind mitgibt in die Wiege, den Namen. Sehen Sie Bezüge zwischen dieser Geschichte und Ihrer eigenen Wesensart? Ich habe mich lange nicht damit beschäftigt gehabt, weil für mich war es immer so, boah, als Mädel, du wirst nach einer Prinzessin benannt. Das ist toll, du fühlst dich halt so als Prinzessin geliebt. Aber erst ich dann erwachsen war und die Frage kam, wie nenne ich mein Unternehmen? Was mache ich mit meinem Unternehmen? Und da hatte ich auch diese Situation gehabt, meiner Design-Grafikerin also zu erklären, wer bin ich? Was mache ich eigentlich? Und da habe ich erzählt und hat sie gesagt, wir nehmen deinen Namen, weil das bist einfach du. Und dann habe ich angefangen, mich schlau zu machen. Was bedeutet der Name? Und da waren ganz viele Parallelen und dann habe ich mir gedacht, das stimmt. Das hat einen Grund, warum in Vietnam jeder, der seinem Kind einen Namen gibt, eine Geschichte mitgibt. Und warum oft diese Kinder nicht beim Namen genannt werden. Also bei uns werden die Kinder auch nicht mit dem Namen genannt normalerweise, sondern es gibt immer einen Ersatznamen. Viele Kinder bekommen die Zahl so Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Nicht, weil sich die Eltern die Namen nicht merken können, sondern das bedeutet Schutz für das Kind. Denn der Name bedeutet die Seele oder die Bestimmung. Und du nennst es nicht beim Namen, weil der gehört geschützt, sonst sagt man die bösen Geister. Es gibt ja immer noch verlorene Seelen, die eben in der anderen Dimension mit uns laufen, denen einfach, sagen wir mal, fad ist. Oder die neidig sind oder auch Leute alleine. Für uns ist es ganz normal, dass wenn jemand neidig ist oder dieses Gedankengut, das der hat, hat eine Energie. Und diese Energie kann auch personifiziert werden. Das ist das, wo wir sagen, der ist besetzt oder so, weil der andere so eine starke Energie, weil er immer dort sitzt und wie besessen halt darüber nachdenkt, wie kann ich dem ein Leid antun oder wie kann ich dem, das gönne ich dem nicht. Und dann manifestiert sich dieser Gedanke zu einer Form. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass man dann oft diese Kinder schützt, den Namen nicht preisgibt, damit die das nicht wissen, weil sonst können sie direkt dort andocken. Die können bei der Seele des Kindes andocken und deswegen. Mhm. Welche Bedeutung hat für Sie demgegenüber der eher kalt, sachlich klingende Name Starzengruber? Es hat sehr viel zu bedeuten. Ich bin mit 15 fortgegangen. Ich war ja ursprünglich römisch-katholisch. Bei uns, wenn man heiratet, nimmt die Frau den Glauben des Mannes an. Meine Mutter war Buddhistin. Mein Vater war römisch-katholisch, das heißt, sie wurde römisch-katholisch, wir Kinder sind römisch-katholisch erzogen worden. Ich hatte einen römisch-katholischen Namen, Theresia. Und wenn du halt mit 15 fortgehst und Ngopong oder Hong können sie sowieso nicht aussprechen, wenn du sagst Theresa, dann hat sie im ganzen Theresia, hol die mit dem Traktor ab. Und dann war so, mit 15 war das nicht, nicht cool. Daher Tamara. Und dann war eben so, Jasmin und Tamara hat mir so gut gefallen. Dann ist dieser Künstlername entstanden und geblieben. Und der Familienname, Ehe oder die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau und auch die Kinder. Im Vietnamesischen sagst du nicht, du bist die und die oder du hast einen Namen, sondern dann sagt, jeder kennt das, du bist die Frau von. Du bist die Tochter von. Und da wird nur der Männername genannt. Die Frau wird nicht angeredet mit ihrem Vornamen, sondern Frau von Herrn so und so. Und das ist eine Zusammengehörigkeit. Das ist kein Besitz, das ist eine Zusammengehörigkeit. Die gehört zu diesem Clan.
mit diesem Gefühl bin ich auch aufgewachsen. Diese Zusammengehörigkeit von, wenn wir mal Kinder miteinander haben, wir wollen einen gemeinsamen Weg gehen, dann möchte ich, dass unsere Kinder den gemeinsamen Namen tragen. Ich möchte, dass diese Kinder mit derselben Religion aufwachsen, weil wir beide miteinander diese Familie gründen und diesen Kindern diesen Raum geben, in den sie hineinwachsen. Und der Mann den Schutz dafür hergibt, dass er sagt, ich gebe meinen Namen und stelle dich unter meinen Schutz. Das ist früher auch im europäischen Bereich ganz wichtig gewesen, ob das eheliche Kinder waren oder nicht, weil die nach außen den Schutz gehabt haben, ein Erbe zu haben oder nicht. Und daher auch der Name Staatsenkobe, das war der Name meines Mannes. Und das ist mir immer noch wichtig. Sie haben wahrscheinlich der Bedeutung Ihres vietnamesischen Namens folgend ein paar Bücher geschrieben, die in einer ebenso lyrischen, gedichthaften wie komprimierten Form Weisheit bieten. Gefühltes, Anerkanntes und Gelebtes, wie Sie schreiben. Wann und wie haben Sie Ihre Ader zum Schreiben entdeckt? Ich habe als Kind gezeichnet. Mit 17 oder sowas habe ich aufgehört und bin vom Zeichnen ins Schreiben übergegangen. Ich habe oft halt in diesen Zeichnungen also mich ausgedrückt, Sehnsucht ausgedrückt. Und irgendwann habe ich einfach dieses Schreiben entdeckt. Und ich muss sagen, ich verdanke es meinem Stiefvater damals, der auch den Namen Huema trägt, der mich damals, weil meine Mutter hat das Deutsch jetzt nicht so gut verstanden, also sie konnte mich da auch nicht unterstützen, sie war auch jetzt nicht, dadurch, dass sie uns allein erzogen hat, uns zwei Mädchen, hatte sie auch nicht so viel Raum gehabt, der Intuition zu folgen oder ihre Gefühlswelt zu leben. Und mein Stiefvater war ein sehr sensibler Mann und der hat dann meine Texte mit mir dann oft, ist er die durchgegangen, wir haben Country-Musik gehört und die hat er mir dann übersetzt, die Lieder. Und alles, was ich so im Kopf hatte, was halt nie so Platz gehabt hat, wo ich nicht mit den Freundinnen drüber reden konnte, habe ich in Texte verwandelt oder Liebesbriefe, die ich dann nicht aussprechen konnte, sondern das, was halt im Nachhinein, wenn man alleine sitzt, dann so kommt oder Erkenntnisse, die kommen, das sind die Momente, die du mit dir alleine hast. Und die habe ich dann einfach niedergeschrieben. Das waren eigentlich Texte nur für mich oder Liebesbriefe an denjenigen, den es betroffen hat. Und ich habe aber damals, wie ich 2009 angefangen habe, im Facebook zu schreiben, irgendwann mal 2010 angefangen, so Texte zu teilen. Und gemerkt, dass da was ganz Besonderes mit den Menschen passiert. Also, das passiert nicht einmal, wenn die zu mir in die Sitzung gekommen sind und, weiß ich nicht, wir zwei Stunden miteinander geredet haben oder drei Sitzungen miteinander gehabt haben, sondern die haben tatsächlich in den Texten etwas, das ist etwas aufgeploppt. Weil dieser Mensch mit sich alleine ist, den Text liest und sich wiedererkannt hat in diesem Text. Das hat gar nichts mit meiner Geschichte zu tun und das hat bei ihm aber etwas in Bewegung gebracht. Und dadurch, dass er das alleine mit sich ausgemacht hat, konnte Heilung passieren. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann irgendwann einmal 2012 gesagt habe, das ist etwas, das mir mitgegeben wurde, aus welchem Grund auch immer. Diese Texte haben eine Kraft in sich, die war nie so gedacht gewesen oder bestimmt gewesen, jetzt von mir aus, sondern das ist einfach mitgekommen und deswegen habe ich sie dann zu Büchern verbinden lassen und publiziert. Und ich habe wunderschönes Feedback bekommen, vor allem was ich mir nicht gedacht habe, weil ich habe immer ein weibliches Publikum, das liest. Wir hatten viele Leute, Männer, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, Tamara, ich habe die Frauen eigentlich nicht wirklich verstanden, aber zum ersten Mal habe ich Einblick bekommen. Oder Männer gekommen sind aus einer Generation, weil sie mittlerweile schon 80 sind oder so, die sagen, ich habe immer geglaubt, mit mir stimmt was nicht. Und nur ich habe diese Gedanken und ich wusste nicht, dass es da Menschen da draußen gibt, die auch so denken oder weil er sich geschämt hat, weil er nie die Möglichkeit gehabt hat, darüber zu reden. Weder mit den Eltern noch mit den Freunden. Das Geleitwort zu Ihrem Buch Perlen des Herzens hat ein bekannter österreichischer Schauspieler verfasst, Miguel Herz-Kestranek. Wie kam es denn dazu? Also, er bezeichnet sich immer als
jüdischer Buddhist, weil er ja jüdisch ist, aber eine Affinität zum Buddhismus hat. Er war mit oder ist mit Bhante Selvanser, der in Wien ja das buddhistische Zentrum hat, befreundet gewesen. Ich habe damals mit den Vietnamesen, also schon von klein auf, das war immer in der Familie, vietnamesische Veranstaltungen organisiert und gemacht und war auch auf der Bühne moderieren. Und damals habe ich dann mit den Leuten auch Modeshows dort auf der Bühne gemacht, mit unseren Aoya, also unserer traditionellen Tracht. Und Miguel war damals eingeladen zu moderieren. Wir hatten das Fest der Kulturen. Matthias Levanza hat eingeladen zum Fest der Kulturen hier in Wien. Damals, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Nationalitäten da beteiligt waren. Und jeder seine Tanzgruppe zum Beispiel hat, thailändische Tempeltanz aufführen oder armenisch entweder das aufführen oder die Thailänder. Also es sind ganz, ganz viele ethnische Gruppen, die sich da zusammentun und das machen. Und Miguel hat eben damals spontan zugesagt und moderiert. Und ich war eben auch auf der Bühne mit der Organisation hinten. Und seitdem ist einfach diese Freundschaft. Und ich kann mich noch erinnern, wie er das erste Mal meine Gedichte gelesen hat. Dann hat er immer gesagt, wunderschön, aber sehr, sehr traurig. Und wie ich dann die Bücher rausgegeben habe, also das erste Buch ihm damals gegeben habe, da hat er dann einfach nur gesagt, schön. Und beim zweiten Buch habe ich ihn dann gefragt, dadurch, dass wir wirklich gute Gespräche haben, und das ist halt dieser jüdische Humor, ähnlich dem vietnamesischen Humor, ja, und wir auch vielfältig und breit gefächert zu Themen haben, mit denen wir halt uns sehr gut austauschen können und auch bezüglich Schreiben, habe ich ihn dann gebeten, ob er mir nicht das Vorwort schreiben würde, und er hat einfach spontan Ja gesagt. Und das, was er geschrieben hat, das hat wirklich den Nerv getroffen. Also das war ein wunderschönes Geschenk, das ich erhalten habe. Wenn er sagt, eben in einer Zeit, wo viel Lärm ist, wo die Menschen eher mehr so nur an der Oberfläche sich bewegen möchten, in so einer Zeit so zutiefst persönliche Texte zu schreiben. Und in diesen Texten geht es um Themen mit unseren eigenen Schattenanteile oder unsere Seelenanteile, die in einem Schmerz oder in einem Trauma da weggeschossen wurden, um sie zu beschützen, die dann wieder zurückzubringen und sich anzuschauen, zu sagen, wo ist die Wunde? Ich schaue hin, weil ich dort Licht hineinbringen möchte. Das ist halt in der Zeit von jetzt, so wie er es beschreibt, sehr mutig. Haben Sie den Eindruck, dass Sie im täglichen Kontakt mit Menschen Impulse aus der vietnamesischen Tradition in das Leben hier in Österreich einbringen können? Das ist das, was mich wahrscheinlich unterscheidet oder für die Menschen dann so neugierig macht auf meine Texte, wo sie eher mal die Bereitschaft haben, das anzunehmen, wenn ich es so schreibe. Männer als sie auch Frauen. Weil sie merken, da ist ein ganz ein anderer Zugang. Und es kommen sehr spürige Menschen zu mir, die einfach fühlen, das ist authentisch, das ist wahr. Es ist nicht etwas, das ich irgendwo gelernt habe. Mein Schamanismus kann ich jetzt als solche, ich muss es in Österreich irgendwie betiteln. Das heißt, wir haben hier ein Finanzamt, wir haben hier eine SVA, wir haben hier Gewerbeordnungen. Da musst du dich irgendwo einreihen, wirtschaftskammermäßig und so. Aber tatsächlich gibt es dafür, für uns im Vietnamesischen, keinen Begriff dafür, weil das ist unser Seelenwesen. Das ist das, bei mir gibt es keinen Feng Shui in der Hinsicht, sondern das ist, bitte, dort oben sitzt der Papa, da sitzt die Mama und da sitzen die Kinder, weil das ist so die Ordnung. Wir machen auch nicht eine Tür hier und eine Tür hier, weil sonst geht das ganze Geld raus. Ich habe nie gelernt, was das eigentlich ist. Das ist ganz normal. Du isst so und du bewegst dich so und als Frau machst du gewisse Sachen nicht. Und hier finde ich zum ersten Mal österreichische Begriffe dafür oder deutsche Begriffe dafür. Und das, was ich nicht übersetzen konnte vom Vietnamesischen, hat auf einmal einen Namen bekommen. Zum Beispiel Familienaufstellung. Ich war bei Bert Hellinger, also einer Bert Hellinger Aufstellung. Ich habe
das mal gesehen, bin völlig begeistert heimgekommen, habe meiner Mama davon erzählt. Und meine Mama sagt, ja, das kenne ich. Und ich schaue sie an und sie sagt, ja, das hat deine Oma immer gemacht oder macht deine Oma. Und ich habe mir gedacht, meine Oma ist älter, meine Oma lebt in Vietnam, die kann kein Wort Deutsch, die kann noch nie was von Bert Hellinger gehört haben. Und da hat mir meine Mutter das erzählt und wie ich in Vietnam war, habe ich das zum ersten Mal erlebt, wie das ist, wirklich als Seelenmedium da zu sein, wenn bei mir das passiert, dass auf einmal auf einen Ort es taub wird oder dieser Ton da ist und das Blickfeld verschwindet. Das heißt, die Masse, die Energie da ist, dann, so wie man dieses Rauschen im Fernseher, diese schwarz-weißen Punkte, da ist jetzt nichts, aber das bewegt sich. Und das habe ich in Vietnam erlebt und dann habe ich meiner Tante das erzählt, was mir passiert. Und die hat ganz cool gesagt, ach so, wenn du in Vietnam wärst, dann würde jetzt die Seele in dich einfahren und das wäre es jetzt. Dann würdest du halt channeln. Oder wir nennen es channeln hier. Aber in Vietnam ist es so, okay, die Seele hat jetzt übernommen und du bist wie eingesperrt in deinem eigenen Körper. Du kannst keine Befehle an deinen Körper geben, du kannst auch nicht selber sprechen, sondern das macht jemand anderer. Und du sitzt da drinnen gefangen in deinem Körper und weißt ganz genau, ich möchte meinem Kind das sagen, dass das Kind hört, was ich sage, aber das bin nicht ich, die das sagt. Und wie ich dann zurückgekommen bin nach Europa, habe ich gesagt, ich will nie wieder so arbeiten wie in Vietnam, weil das, mein Körper gehört mir. Da kommt kein anderer rein. Und ihr könnt es euch da hersetzen, ihr könnt es mir die Geschichte erzählen, ihr könnt es mir in Träumen erzählen, aber mein Körper gehört mir. Ich stelle mich nicht in dieser Form als Medium zur Verfügung, daher auch nicht Familienaufstellung, so in dem Sinne, weil eben von meiner Familie her das vorprogrammiert ist. Oder Karten legen oder eben diese Zukunftsträume. Das sind Sachen, die sind bei uns ganz natürlich. Und da gibt es nichts, was du lernst, sondern das ist einfach. Und das habe ich nie verstanden. Und das ist das, wo ich jetzt dann auch wenn ich über Spiritualität schreibe, ich versuche deutsche Worte dafür zu finden und es den Leuten zu erklären. Und da stoßen wir wieder an, wo diese zwei Welten aufeinander prallen. Weil die das hier natürlich sofort einkategorisieren. Ah, du machst Schamanismus. Kennst du die und die und die und die Technik? Und die sagen, mm-mm. Ah, Schamanismus, das und das und das oder spirituelles Arbeiten. Nein, mache ich nicht. Ja, was machst denn du dann? Ich begleite, ich mache das aus dem, was mir gegeben ist. Und ich habe einfach nur einen Namen dafür im Österreichischen gefunden. Ich kann das nicht erklären. Ich kann es auch niemandem beibringen, weil das ist einfach, das passiert. Das wird von der geistigen Welt geschenkt. Ich kann es auch nicht steuern. Ich kann nicht sagen, okay, ich setze mich jetzt hin, zünde mir jetzt die Kerzen an und jetzt machen wir irgendwie ein bisschen Glitzer rundherum und jetzt channeln wir. Und die Uhr läuft jetzt ab. Gibt es nicht. Und ich kann auch nicht sagen, meine Zeit ist jetzt um, weil jetzt ist eine Stunde um, jetzt schalten wir aus. Und daher auch nicht dieses Eingrenzen von, habe ich irgendwo eine Praxis oder nicht? Egal, wohin ich komme und gehe, entweder wird es geschenkt und die geistige Welt lässt mich sehen, dass da ein Kind kommt, dass da ein Mann kommt, dass da der Tod kommt, oder die geistige Welt sagt mir gar nichts. Haben Sie das Gefühl in Österreich, dass die Gesellschaft hier, die Art zu denken hier, für Sie auch so ein gewisser Schutz ist? Ja, ist es. Wie ich mich damals damit beschäftigt habe, habe ich ganz, ganz viel Kritik von meiner Familie bekommen, weil es bei uns Regeln gibt. Es gibt bei uns Regeln, du sagst nicht, was die Karten dir sagen, vor allem nichts Negatives. Du sagst nichts, was du im Traum siehst, was negativ ist. Weil sonst lädst du dir dieses Karma dieser Menschen auf. Irgendwer kriegt es ab. Weil ich darf sagen, warum nehme ich Geld? Weil ich diesen Ansatz habe, dass es Energieaustausch ist. Das heißt, ich nehme mir nicht das Karma, ich nehme dafür das Geld. Das ist meine Zeit. Ich sage aber auch nicht das, was negativ ist, weil das ist nicht bestimmt. Ich sehe aber auch selber, ob die Menschen jetzt offen sind für diese Botschaft oder nicht. Ob der Mensch, es ist ein großer Unterschied, ob ich in einer Sitzung merke, dass die Seele mit mir redet oder der Mensch mit mir redet. Und ich merke auch, wenn ich ihn dann channel von seiner Seele, da gibt es einen ganz natürlichen Schutz. Der hört mich nicht. Der versteht es auch nicht, wenn ich es dreimal wiederhole. Und dann habe ich den Respekt, um zu erkennen, das war jetzt für mich die Information. Aber das war jetzt nicht die Information für diesen Menschen, weil der noch nicht so weit ist.
Und er wird es erkennen, vielleicht in 3 Jahren, in 5 Jahren. Aber jetzt ist dieser Mensch geschützt, weil er muss noch seinen Weg gehen. Und es ist wirklich so, als würde man, ich rede, und als würde der Kopfhörer aufhaben, als wäre eine Schallwand dazwischen. Oder ich sehe, dass das Gesicht mit mir redet auf einer anderen Ebene. Das heißt, es ist so wie ein Film, ein zweiter Film, der drüber geschalten ist. Und diese Seele redet mit mir und erzählt mir eine andere Geschichte als der Mensch, der mir gerade akustisch etwas erzählt. Und ich bin froh, dass ich damals, wie ich die Vision hatte, nicht gewusst habe, dass mein Mann sich das Leben nehmen wird, weil das hätte ich nicht verkraftet. Dann hätte ich nicht meine Entscheidungen treffen können. Dann hätte ich nicht gesagt, okay, ich mag gehen, weil ich schalte es nicht mehr aus. Wenn wir alles voraus wissen, egal sei es der Tod oder was auch immer, auch Kleinigkeiten, wir Menschen sind sehr, sehr bequem. Wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes und am besten den kürzesten Weg. Und würden gerne alles auslassen, aber dadurch lernen wir nicht. Das merken wir uns nicht. Das ist dann so wie, wenn du eine Hausaufgabe gemacht bekommst und ist so, super, gebe ich ab, kriege ich eine gute Note dafür. Bin zwar voll schnell auf der Autobahn unterwegs, aber verstanden habe ich nichts. Und deswegen ist dieser Schutz ganz, ganz wichtig. Und dieser Schutz auch im Europäischen, wenn man sagt, okay, diese Technik. Wenn diese Menschen durch diese Technik lernen, dann üben sie etwas ein. Und irgendwann einmal kommst du den Zeitpunkt, wo du merkst, egal welche Technik du gelernt hast, egal was, wie viele Prozesse du durchgemacht hast, wie viele Schulungen du durchgemacht hast, es ist so wie eine Krücke, mit der du gehst. Und du fühlst dich unsicher, wenn du diese Krücke nicht hast. Du kannst erst dann wirklich gehen, wenn du keine Krücke brauchst. Und das bedeutet auch Vertrauen in die eigenen Kräfte, auf den eigenen Beinen stehen. Ist es richtig, Ihre Hauptarbeit mit spiritueller Coacharbeit zu beschreiben? Also, ich würde sagen, es ist eigentlich die Arbeit, die aus meiner Familie herauskommt. Es gibt aber im Vietnamesischen halt keinen richtigen Namen dafür. Es ist im Grunde übersetzt Seelenarbeit. Im Deutschen würde ich mich auch nirgendwo einkategorisieren lassen, weil tatsächlich die Seelen die Menschen zu mir bringen und nicht die Menschen zu mir kommen. Mir wurde alles unter den Füßen weggerissen. Ich habe von heute auf morgen lernen müssen, zu stehen. Ich war auf die geistige Welt ziemlich sauer. Ich habe ihnen gesagt, wenn ich Visionen habe, passiert es, dass ich das fühle als Empathe. Das heißt, damals, wie die Costa Concordia untergegangen ist, ich habe das vorher gefühlt gehabt. Ich kann nur nicht sagen, was wo passiert, weil das kann mir keiner sagen, was passiert. Ich sitze dort und ich merke einfach nur, Menschen ertrinken. Ich weiß eine ungefähre Zahl, wie viele es sind. Ich sehe das. Es ist so wie ein Film, der parallel läuft. Ich stehe da nur gerade in der Küche und koche und ich kriege Panikzustände, weil jetzt kommt das Wasser. Und mein Mann war damals mein Halt. Mein Mann ist dann gekommen und hat gesagt, was ist mit dir? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Kannst du bitte übernehmen? Kannst du bitte fertig kochen? Bitte schau auf die Kinder. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. Und ich muss mich zurückziehen, weil dann heule ich nur, weil ich sehe, wie die Leute sterben, wie sie ertrinken, wie sie versuchen zu überleben. Gab es noch andere Ereignisse, wo Sie Vorahnungen hatten? Wie damals vor Pakistan dieses Erdbeben war. Die Leute ersticken. Ich spüre es an meinem Körper. Und ich habe der geistigen Welt gesagt, gut, ich mache euch die Arbeit, ich begleite diese Seelen, ich schaue ihnen zu und ich anerkenne den Weg, den sie gewählt haben. Ich kann nicht herumrennen und sagen, da passiert irgendetwas, weil das glaubt mir kein Mensch. Und es hilft auch nichts, wenn ich dann sage, ich kann nicht sagen, wo das passiert, wann das passiert oder schon passiert ist. Ich kann es nicht eingrenzen und es kann mir auch keiner diese Antwort geben und ich habe lernen müssen, damit umzugehen. Und ich war so sauer auf die geistige Welt, weil ich gesagt habe, ihr habt mir jetzt denjenigen, der mir der Halt war, der mir im Leben das abnimmt, dann zu kochen oder für die Kinder zu schauen, den habt ihr mir jetzt genommen. So, ich mache euch den Job nicht mehr, weil das ist wirklich hardcore und das schaffe ich alleine nicht. Und ich habe dann darum gebeten, dass ich diese Visionen nicht mehr habe, nicht in dieser Form, weil das würde mir den Verstand kosten.
Und die geistige Welt schützt einen schon. Und ich habe dann lernen müssen, anders damit umzugehen. Weil die Bestimmung ist da. Ich kann nicht dieser Bestimmung davor davonlaufen, weil die Menschen kommen. Und wenn ich den Tod sehe, sehe ich den Tod. Und wenn ich, was auch immer ich sehe, es ist da. Und wir haben so viele Technik entwickelt, eben uns vor uns selbst davon zu laufen. Und darum brauchen wir auch diese Krankheitsbilder oder so, dass der Körper einen zinkt. Bleib da, weil du weißt es. Sie haben ein drittes Buch in Arbeit, das demnächst veröffentlicht werden soll. Worum geht es darin? Ich bin ja schon seit 3 Jahren schwanger, sozusagen, mit meinem dritten Buch, das Buch der Seelen. Da geht es um all diese Themen, die wir heute auch besprochen haben. Wie gehe ich damit um? Weil ich bin nicht die Einzige da draußen. Es gibt so viele Menschen, sei es jetzt Europäer, Asiaten, aus welcher Nationalität auch immer, die eine Antwort suchen. Und vielleicht hilft das irgendwie zu sehen, da ist jemand, ich stehe da mit meinen Wunden, ich stehe da mit dem, was ich lernen habe müssen, hart für mich. Und das ist halt mein Umgang damit. Vielleicht hilft es irgendjemand anderen. Ja, wünsche ich Ihnen jedenfalls für das Buch viel Erfolg. Alles Gute für Sie und vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.